Frau Hillmeister-Becker, Sie malen oder zeichnen auch. Ich hatte Sie eben vom Nachbarn aus beobachtet, wie Sie vorgeplant haben, vermutlicherweise. Sind das Skizzen, um nachher zu malen? Das ist hier um den Alexanderplatz. Also das sind kleine Ideenskizzen und in der Voraussetzung, dass man eventuell auch mal größere Bilder malen kann. Das ist ja nicht nur dieses Blatt, sondern Sie haben hier drüben auch ein Blatt zu liegen, wo Ideen schon vorgefasst sind, ja? Ja, also die hatte ich gestern gemalt. Also ich hatte erstmal Fotos gemacht und auch anhand der Fotos habe ich dann versucht, die Bilder so ein bisschen abzuwandeln. Also auch die Farben ein bisschen abzuändern, so dass es halt irgendwie eine Einheit bildet. Sie malen auch, bemalen auch Stoffe. Diese Stoffe, das sind Seidenstoffe, also Seidenmalerei, ist das richtig? Ja, ich mache auch gerne Seidenmalerei, wie Sie hier sehen. Und da habe ich also verschiedene Motive. Also hier einmal eine Landschaft vom Flugzeug aus gesehen. Also da ist das Flugzeug. Und hier sind sämtliche Tiere. Das Blaue, das ist mit Forsythien. Also ich male so alle möglichen Motive, wie ich gerade Lust habe. Also das sind so Eindrücke, die Sie unterwegs sammeln und dann in irgendeiner Form umsetzen. Ja, also die auch zum gewissen Anlass. Also ich habe auch in der Gemeinde das auch als Plakat genommen. Zum Beispiel das habe ich für Christi Himmelfahrt genommen, so den Blick von oben. Also ich bin auch mal früher viel geflogen, also mein Urlaub. Und das war mal so Schöpfungsgeschichte. Gott schuf alle Tiere. Und die Forsythie, gut, da ist ja jetzt gerade so die Forsythienzeit, das habe ich vor ein paar Jahren gemacht. So einfach um zum Verschenken auch teilweise. Also je nachdem, wie sich das gerade ergibt. Aber Ihr Repertoire bezieht sich nicht nur darauf, sondern Sie haben auch hier Kerzen, kleine, große, dicke, dünne. Und diese sind auch mit Schrift besetzt. Und ich glaube, das dürfte nicht so ganz einfach sein. Es geht, also es ist natürlich sehr arbeitsintensiv. Also da habe ich also Bibelsprüche drauf gemacht, die muss man drehen. Und dann habe ich auch teilweise Kerzen gegossen. Also ich bin da schon in meinem Umfeld ziemlich bekannt. Ich bekomme immer sehr viel Kerzenwachs geschenkt. Und ich habe jetzt auch so allmählich den Dreh raus, dass die auch einigermaßen runterbrennen. Dann haben Sie auch Bilder hier, plastische Bilder, einmal mit christlichem Hintergrund und dann auch aber ein Bild, was mir an sich persönlich sehr gut gefällt. Das ist ein blauer Horizont und dann ein Boden oder was hatten Sie sich dabei gedacht? Das war also auch Schöpfungsgeschichte, also das war so ein Zyklus und das war, dass Gott das Land vom Wasser teilt. Also das ist eine Aufsicht auf den Strand. Also das erinnert auch an Urlaub, das ist Meer und das ist der Sandstrand dazu. Dann haben Sie hier ein Bild gefertigt, was mehr geklebt ist. Ja? Das würde ich auch ganz gerne mal hören von Ihnen, wie da die Ideen waren. Also die Idee war ganz einfach. Die Kinder haben öfters Puzzles geschenkt bekommen und irgendwann waren die Puzzles dann nicht mehr brauchbar, weil Teile fehlten. Und da habe ich mir gedacht, die Teile male ich an und dann mache ich einfach so eine wunderschöne Landschaft. Und die Figuren, ja gut, das sind von den Kinderschokoladeneiern und von sonst was irgendwie, von Kinderspielzeug. Und das habe ich dann so einfach beklebt. Also Also als Gestaltungsmöglichkeit. ja, genau, als Gestaltungsmöglichkeit, mal was anderes. Und es ist natürlich auch eine Giraffe drauf, ein Esel und ein Wollthierchen. Also Sie haben das so ausstaffiert, ja, mit den verschiedensten Spielzeugen. Und Sie haben praktisch die Kinderspielkiste aufgeräumt, ja? Ja, ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dass ich mir selber die Arbeit spare, nicht immer wieder aufräumen zu müssen, habe ich die natürlich dann erstmal alle so draufgeklebt. Und weil ich dachte, das passt auch. Das ist so einfach Lunch, also grüne Vegetation, blühende Büsche mit Tieren. Zum Schluss würde ich ganz gerne nochmal auf ein Bild kommen, was Sie gemalt haben, mit sehr christlichem Hintergrund. Und zwar hatten Sie darauf geschrieben, wer Jesus hat, hat das Leben. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit, vergessen das viele. Ja? Und das ist eigentlich, Sie haben es rustikal gemalt. Und sticht eigentlich ins Auge.
Und ich glaube, da haben Sie den Zweck mit erfüllt, den Sie erreichen wollten. Ist das richtig? Ich hoffe es. Das liegt bei den Leuten, die das betrachten. Also das war auch in unserem Schaukasten ursprünglich ein Plakat für ein Schultütenfest. Und mir ist der christliche Glaube wichtig. Der hat mir also schon, ja, jetzt bald sind es 30 Jahre, sehr geholfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich da so lange dranbleibe. Und das tut mir einfach gut. Und was innerlich ist, das geht auch nach außen. Und die schnelllebige Zeit, das ist, glaube ich, jedem selber auch überlassen, ob er da mitmacht oder nicht. Ich meine, manches von der Entwicklung heutzutage finde ich auch wieder positiv. Also zum Beispiel E-Mails finde ich mehr als positiv, also in der Kommunikationselektronik. Aber man kann es jedem selber überlassen, mache ich mit oder mache ich nicht mit. Da muss ich mal sagen, entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so sage, es soll nicht unhöflich sein, aber Sie sind ja nun nicht mehr die Jüngste. Und wenn Sie sich der modernen Kommunikationselektronik, zum Beispiel Internet und so weiter, zuwenden, dann ist das doch eine sehr interessante Sache. Denn gerade die Älteren haben da immer noch ein bisschen Hemmungen gehabt. Wie haben Sie die Hemmungen überwunden? Ich habe mich beworben bei 48 Stunden Neukölln. Und da wurde mir knallhart gesagt in der Gruppe, also ohne E-Mail passiert gar nichts. Es hat zwar nicht geklappt, aber der Nebeneffekt war, ich habe wunderbare Kontakte bekommen. Und dann habe ich natürlich meine Familie gedrängt. Also die Kinder, die sind immer rausgegangen zu Freunden und haben PC-Spiele gemacht. Da habe ich gesagt, das möchte ich auch nicht. Die sollen zu Hause bleiben und die Freunde einladen. Das war also ein Punkt. Und ich habe auch meinem Mann gesagt, der sowieso, also mit Softwarezuverlässigkeit, habe ich gesagt, ich brauche einen Internetanschluss, da führt kein Weg vorbei, schon wegen 48 Stunden Neukölln. Und das hat natürlich den Stein ins Rollen gebracht. Ich habe auch gemerkt in der Gemeinde, dass ich mit meinem Pastor verkehre ich sehr viel mit E-Mail, aber auch mit den anderen Gemeindeältesten. Und ja, und ich meine auch über Kunst, ich kriege Sachen zugeschickt, die ich sonst nie zugeschickt bekomme. Also, neben den historischen Bildern, die Sie hier zeigen, knallhart modern und am Zahn der Zeit. Ja, also ich suche mir das raus, was ich gut finde. Und ich finde einfach E-Mails genial oder auch Internet finde ich auch sehr gut, dass ich mir Informationen holen kann. Ich meine, mit den Computerspielen ist eine gewisse Sache, aber ich meine, Gewalt gab es früher auch. Also. Ja, wenn man ein Hobby hat, kann man sich dem Spielen eigentlich weniger zuwenden. Ja? Da hat man eigentlich keine Zeit. Ja, ich habe nicht einmal Zeit, abends Fernsehens anzuschauen, muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich genieße die Hobbys. Also ich sage, ich habe die Hobbys schon seitdem ich denken kann. Gut, Seidenmalerei gab es nicht in meiner Kindheit. Kerzengießen habe ich erst in der Pubertät angefangen, das war zu gefährlich. Aber gemalt habe ich seitdem ich denken kann. Also. Also, das ist eine sehr, sehr schöne Aussage, die Sie gemacht haben. Ich darf mich recht, recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, also freut mich auch, dass ich hier sein kann und dass wir auch ein Gespräch hatten. Ich bedanke mich auch für das Gespräch.